Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video des Logitech G930. Nochmal den Karton gezeigt. Ein Headset für PC, Xbox One, PS4, was noch abgebildet, und mobile Geräte. Ich habe schon meine PlayStation angemacht, hört ihr vielleicht. Ja. Und jetzt gucken wir uns die Hardware mal genau an. Ich hatte ja im Unboxing schon gezeigt, was mit bei ist. Das werde ich jetzt separat nochmal zeigen. Also hiermit zeigen, wir haben einen richtig langen USB-Kabel mit bei, Micro-USB auf normal, der auch, was ich sehr geil finde, mit Stoff ummantelt ist. So, dann, ich werde mal die Tüten, ich musste ja mich alle aufheben, musste ja dann wieder akkurat verpacken, wenn ich das zurückschicke. Wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, 3 Wochen lang kann ich irgendwas testen. Danach muss ich es leider wieder zurückschicken. Dann haben wir nochmal so einen Adapter von Cinch auf Klinke. Also könnt ihr dann praktisch so in die Anlage oder PC machen. Und das, was da, was normalerweise darin hier zum Beispiel, ihr habt eine Dolby-Anlage, Cinch für, ja, vom iPod oder was weiß ich, oder von einer Dogging-Station von Android oder so. Da geht's mit Cinch zu eurer Dolby-Anlage, damit er denn die Musik über Dolby-Anlage hört. Nimmt er die Cinch raus, macht die Cinch rein. Und hier könnt ihr dann die von dem Adapter wieder drin machen, damit ihr das auf der Dolby-Anlage habt, aber auch gleichzeitig abgreifen könnt. Und dann kommt das über den Klinke. Wo sich der Adapter hier befindet, hier drinnen, das werden wir gleich sehen. Das ist der Adapter für Xbox 360. Das ist ein 2,5 mm Klinkenkabel. Der kommt in die Xbox, in den Xbox 360 bzw. Xbox One. Nicht 360, Xbox One Controller rein. Und da kommt dann ein normaler 3,5 mm Klinke, der hier ist. So, da können wir dann, wartet. So, hier sind dann zweimal 3,5 mm Klinke. Und hier ist dann auch noch was zum Stellen, laut, leise machen. Auch was zum Anheften ist hier. Was haben wir hier dran? Mikrofon an, Mikrofon aus. Oh, das ist schön. Wenn wir Mikrofon ausmachen, haben wir da rot als Warnsignal, dass Mikrofon aus ist. Dann haben wir hier noch... Brauche ich Brille? Ist ein bisschen klein. Kopfhörer, Mikro. Ah, da können wir das Mikro an den Kopfhörern an- und ausschalten. Obwohl, das ist doch dafür schon da. Da können wir irgendwie umschalten zwischen Mikro und Kopfhörer oder so. Ich weiß es ja auch nicht. Hier, dann haben wir noch ein Stellrad für laut, leise. Und ein Playbutton haben wir auch noch. Hier ist der Play-Button. Falls wir damit natürlich Musik über ein Android-Gerät hören, dann können wir den erstmal auch wieder wegpacken. Und hier auf der Außenseite, das ist bei, auf der, steht hier nicht links und rechts irgendwo drauf? Doch, links. Da oben steht es, links. Rechts steht auch drauf, links und rechts. Auf der linken Seite, da habt ihr denn hier so einen Nippel, den könnt ihr abmachen, dann könnt ihr die Verkleidung abnehmen. Die ist mit 2 Magneten gesichert und da ist dann dieser USB-Adapter. Und da ist der Klinkeanschluss, der macht da denn die Klinke rein. So, dann können wir das wieder zumachen. Also hält auch sehr gut, muss ich sagen. Und dann haben wir hier noch mal so einen Nippel. Da können wir dann das Headset, praktisch das Mikrofon rausmachen. Da können wir auch wieder drin machen, falls wir das nur für ein mobiles Gerät, für unterwegs, für Musik hören nehmen wollen. Da braucht nicht die ganze Zeit das Mikrofon draußen sein. Das können wir uns dann rausholen, wenn wir es gerade brauchen. Wenn, braucht auch keine Angst haben, wenn der Nippel ab ist. Den können wir abmachen hier. Dann kann man hier oben ganz einfach das Mikrofon rein und raus machen. Hier geht auch das Panel ab von der rechten Seite und da ist hier, so wie es aussieht, der Akku drin. Können wir den rausnehmen? Traue ich mir das?
würde den eher lieber nicht rausnehmen wollen. Ah, doch, können wir. So, und dann ist hier der Akku drinne. Der ist an so einem kleinen Kabel. Also müsst ihr wirklich, wenn ihr den mal wechseln müsst oder so, aufpassen, dass ihr das nicht abruppt. So, und dann wieder ordentlich reinmachen. Ihr könnt ja natürlich, glaube ich, diese auch durch schwarze ersetzen. Oder durch andere, ich weiß nicht, ob es andere Farben auch gibt. Ich weiß nur, dass es das schwarz, das Headset in schwarz auch gibt. Und hier, das G, wenn ihr seht, das ist durchsichtig, weil da ist eine LED drin. Dann können wir das hier wieder festmachen. So. Und hier, seht ihr das? Das ist auch LED. Das geht dann einmal so nach oben und dann so rum. Und dann leuchtet das. So von der Verarbeitung bin ich echt zufrieden, muss ich sagen. Im Gegensatz zu meinem Triton, wenn ihr das hier seht, das ist wirklich dick. Also nicht nur so dünne Plasse, das ist dick. Und wenn wir das hier rausziehen, haben wir halt hier wieder was dünnet, aber... fest sich kalt an, fest sich wie Metall an. Hört sich nicht wie Metall an, da ist irgendwie Gummi oben drauf. Könnte aber doch schon Metall sein. Das ist dann natürlich schon mal eine andere Hausnummer als Plastik. Und jetzt haben wir hier, wie viele Stufen haben wir? 11 Stufen haben wir hier. Also auch für sehr große Köpfe geeignet. So, denn hier oben haben wir auch noch schön gepolstert, Stoff. Also nicht hartes Leder, sondern weichen Stoff. Und innen drin ist dann halt gepolstert. Das zeige ich euch auch mal. So, hier. Seht ihr das so, dass es schön weich ist? Und hier oben ist dann auch nochmal das G drauf. Dann haben wir hier den Ein- und Ausschaltknopf. Boah, das ist wirklich clean. Da kann ich echt kaum sehen. Hier unten haben wir noch ein Rad. Das werde ich euch alles gleich zeigen. Ich will nur gerade gucken, für was das ist. Da haben wir hier G3. G2, G1, ich denke mal, das werden die verschiedenen Geräte sein, weil man kann ja bis zu 2 Geräte zusätzlich machen. Und es soll wohl funktionieren, dass man die gleichzeitig benutzen kann oder dass man da separat hin und her schalten kann, so wie das jetzt aussieht hier. Daneben ist auch noch ein anderes Symbol. Das kann ich aber echt nicht sehen, weil es wirklich sehr, sehr klein gemacht ist. Ich zeige euch das gleich. Dann haben wir noch einen Mikrofon-Stummknopf und dann das Rädchen. Also praktisch einmal hier den... An- und Ausschaltknopf. Moment, klingelt. So, meine Tochter ist aus der Schule gekommen. So, wie gesagt, wir haben hier oben, das schwarze ist der An- und Ausschaltknopf. Und dann seht ihr das ja, ihr haltet euch mal so nah wie dran, da steht was drauf auf den Tasten. Da G1, oder? Steht da nur G? Nee, G, oben ist G3, dann kommt G2, dann kommt G1. Und dann kommt Mikrofon stumm. Also das sieht man wirklich sehr schlecht. Hier steht auch irgendwas an der Seite, das kann ich nicht sehen. Dann haben wir laut und leise, hier nochmal einen Knopf. Dann haben wir da den Klinkeanschluss und da den USB-Anschluss. Auf der anderen Seite ist gar nichts. So. Dann werden wir mal gucken. Ich mache mal so. Ein bisschen was höher, dass ihr das sehen könnt. Dann werde ich mir mal den... als erstes den normalen Klinkeanschluss nehmen. Und dann werden wir das als erstes jetzt hier mal testen und nachher muss ich dann mal gucken, dass ich das mit der PlayStation hinbekomme. Ob ich das auch da nur per diesem Kabel hinkriege. Obwohl, das können wir ja, ich habe ja die PlayStation schon angemacht. Dann brauche ich ja nur den Controller. So. Und ich denke mal, das Große kommt hier oben ran, weil da haben wir es nicht so weit. Der Kleine kommt da ran. Jetzt, die PlayStation hat den am Controller das Mikrofon erkannt. So. Oh, das ist aber gut. Also es ist nicht zu eng, aber auch nicht zu lasch. Also Tragekomfort ist wirklich erste Sahne.
So jetzt vom ersten Eindruck, selbst für Brillenträger, aber ich habe meine Brille ja auf und es drückt nicht irgendwie die Brille wie andere Headsets doll rein. Auch auf die Ohren, ich habe ja viele Ohrringe. Ja, und auch da kein Problem, man kann es hier so ein bisschen seitlich variieren, also so drehen. So. Ich mache euch jetzt mal so ein bisschen schräg. So, dann seht ihr so ein bisschen noch die PlayStation im Hintergrund. Ja, dann gehe ich mal auf Ton und Geräte. Ausgabe über Kopfhörer, gesamtes Audio. Ja, da habe ich dann das gesamte Audio. Und wenn ich das dann erstmal wieder gedrückt halte, gesamtes Mikrofon, so, gesamtes Audio wegmache, auch wieder Chat-Audio, dann hört ihr wieder den Fernseher. Und ich habe das Headset jetzt noch nicht angemacht. Also der noch keinen Einschaltknopf gedrückt. Ihr seht auch noch keine LEDs. Das werde ich nachher dann mit euch dann noch am PC machen, mit der Software, die wir uns dann runterladen werden. Jetzt werde ich es erstmal einschalten. So, jetzt leuchtet es hier blau. Hier oben haben wir dann so da blau. Und hier auch die LEDs, die pulsieren jetzt. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Und hier seht ihr dann praktisch auch, dass das G leuchtet. Leuchtet jetzt in Rot. Jetzt geht das Rot weg. So. Jetzt leuchtet es blau und an der Seite auch blau. Jetzt werden wir das mal testen. Geräte. Bluetooth-Geräte, da wird es mir noch nicht angezeigt. Ich nehme jetzt einfach mal den USB-Stick. Kriegt ihr euch mal nach da, da könnt ihr auch sehen, was ich mache. Ich hoffe, mein Kabel reicht so lang vom Mikrofon. Ja, nicht ganz. Leuchtet grün, Mikrofon zum USB-Headset umgeleitet. Also der hat mir jetzt gesagt, Mikrofon zum USB-Headset umgeleitet. Audiogeräte. Ah, jetzt hier oben bei Eingangsgerät habe ich jetzt USB-Headset, Ausgabegerät auch. Also könnte ich jetzt hier natürlich auch noch umschalten zwischen Mikrofon USB-Headset und Mikrofon-Kamera. Und bei Ausgabegerät kann ich umschalten zwischen Headset oder TV oder AV-Verstärker, also beziehungsweise zum Fernseher. Das hat sehr schnell geklappt. Ich brauchte jetzt nichts umstellen. Hat er automatisch gleich erkannt. Und ja, ich werde das nachher dann auf jeden Fall heute mal bei meinem Livestream von Prey werde ich das benutzen. Und in der Hoffnung, dass ich mit diesem Headset nicht mehr so kratze und dass ihr mich dann vielleicht noch ein bisschen besser versteht. So, vom ersten Augenblick macht es für mich einen sehr wertigen Eindruck. Einen sehr schön verarbeiteten Eindruck. Seht ihr das vielleicht? Seht ihr das hier, dass hier so ein bisschen so ein Muster drin ist. Auch mit den LEDs finde ich sehr schön. Und auch, dass es G beleuchtet ist. Hier kann ich ja nochmal abmachen, dann könnt ihr das sehen. So, dass da praktisch die LED ist. Und über das Programm, was ich mir nachher noch runterladen werde, wenn ich mit meiner Tochter wiederkomme, wir müssen nämlich jetzt gleich erstmal los,
werden wir das mal anschließen am PC. Und zwar müssen wir uns da erstmal die Software runterladen. Und dann mit USB-Kabel verbinden. Und dann können wir das einstellen. Und ja, wir haben da wirklich Mikrofon haben wir dran, Stummschalten. Und dann haben wir noch auf der anderen Seite, wenn wir das mit einem Headset verbinden, entweder Headset oder Mikrofon. Wo da jetzt genau der Sinn ist, ich habe null Ahnung. Machen wir das erstmal wieder aus. Wir müssen ja nicht hier die ganze Zeit Strom fressen. Oh, die gehen ganz langsam. Finde ich geil. Ich mache mal wieder an, dann seht ihr das. Passt mal auf, jetzt mache ich aus. Und dann fahren die so langsam runter gleich. Zack. Also nicht rapide aus, sondern so langsam mit runterfahren. Das finde ich optisch natürlich sehr geil. Und ich bin mal gespannt von der Software, die wir damit bei haben. Also die wir uns dann gleich runterladen werden. Ich weiß nicht, ob ich dafür ein separates Video... Ach, ich hänge das hier mit noch ran, würde ich sagen. Weil ist ja alles all in one, ist ja alles in einem. Und dann werden wir uns gleich mal angucken, wie wir denn das Pulsieren einstellen können und was noch in der Software mit drin ist. So vom Tragekomfort kann ich euch jetzt vom ersten Eindruck schon mal sagen, ich bin sehr begeistert, vor allen Dingen wegen der Brille. Weil ich habe ja beim Zocken immer meine Brille auf und das ist wirklich kein einschneidendes Erlebnis. Man hat es auf, man merkt, dass man ein Headset auf hat, aber es ist nicht so wie bei anderen so puff, drücken, wo man dann sagt nach 2-3 Stunden Spielen, Alter, ich bin froh, dass das Ding runter ist. Wie es jetzt im Dauereinsatz sein wird, das kann ich euch dann erst natürlich nach meiner ersten Zocksitzung sagen, wenn ich Prey gespielt habe. Kommt ja noch ein anderes Prey und Dreamfall Captures oder so kommt ja auch noch. Das werde ich heute alle in Angriff nehmen. Aber ich denke mal nicht, dass da irgendwie was Gravierendes sein wird, weil es jetzt schon einen vernünftigen Eindruck macht vom Tragekomfort. Ich werde euch im Hardware-Check, also im nächsten Video, wenn ich das Fazit mache, auch sagen können, wie die Mikrofonqualität ist. Dann werde ich da unten am Video natürlich einen Livestream oder mehrere Livestreams, wo ich dieses benutzt habe, mit verlinken. Und ich kann euch dann auch sagen, was meine Abonnenten so gesagt haben, ob die Sprachqualität besser ist, ob man mich gut versteht, ob ich ein Rauschen habe, ob ich zu laut bin oder irgendwas dergleichen. Ich werde auch beides testen. Ich werde einmal testen das Headset am Controller und einmal werde ich das Headset über den USB-Stick mit der PlayStation verbinden und dann kann ich euch auch sagen, wie die Soundqualität jeweils ist. Weil hier geht ja nur 2.0 drüber und mal gucken, ob da denn, wenn ich es über einen USB-Stick habe, eine Leistungssteigerung merkbar ist. Das kostet, was kostet denn das? Ich habe das gesehen, 200 noch was oder 100 noch was. Ich habe den Preis jetzt leider nicht im Kopf, weil ich bin ja, wie gesagt, händeringend gerade auch am Suchen nach einem Ersatz-Headset für meine Livestreams, damit man mich besser versteht und dass ich auch einen geilen Sound habe. Also geht mir nicht nur darum, dass man mich versteht, geht mir auch darum, dass ich einen geilen Sound habe. So, dann würde ich jetzt hier kurz einen Cut machen. Entweder mache ich da separat nochmal ein Video zu der App. Wie war das? Ich glaube, da werde ich lieber ein separates Video machen. Wie war das denn einstellen? Hardware 2 einstellen oder sowas in der Art? Ich weiß es nicht. Dass wir da denn nicht so ein langes Video hin basteln, sondern dass da denn separates Video kommt. Mit einem Runterladen, mit einstellen, alle drum dran. Ich werde dann hier erstmal irgendwo, es steht hier mein Abonnier-Button, dann werde ich euch noch 2-3 Videos hier verlinken, die vielleicht interessant für euch sind. Über einen Daumen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne abonnieren, kostet nichts. Ist ein bisschen Support für mich. Ja, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, unten in die Kommentare posten. Ich habe das Headset 3 Wochen und dann muss ich es leider wieder zurückschicken. Also wenn ihr da irgendwas Spezielles getestet haben wollt, müsst ihr das innerhalb dieser 3 Wochen sagen. Sonst kann ich das nicht mehr im späteren testen, weil das Headset einfach nicht mehr da ist. Ja, dann bin ich jetzt hier auch wirklich erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.